Das Leben ist für mich nicht etwas Natürliches. Viele Menschen leben leichtsinnig, ohne zu schätzen, was sie haben. Ich für meinen Teil schätze jedes Leben um mich herum, aber vor allem mein eigenes. Mir selbst beweise ich jeden Tag aufs Neue, dass ich noch besser sein kann, als ich es je zuvor war. Jeder Tag ist eine Art Selbsthäutung. Ich wachse jeden Tag, während viele leider schrumpfen. Das Leben und deren Probleme können alle treffen. Und wenn man es zulässt, kann es einen so hart treffen, wie man es nicht erwartet. Eines sollte einem aber auch klar sein. Wer aufsteht und nach oben steigt, kann auch sehr tief fallen. Wer aber tief fällt, kann auch wieder weit aufsteigen. Es ist kein Geheimnis, du fällst und es tut weh. Du bist allein und keiner erinnert sich an dich. Das Leben kann einen Angst machen, aber wenn du dich dieser Angst stellst, dich dem stellst, wovor du am meisten Angst hast, nämlich zu scheitern, kannst du auch gewinnen. Das Leben kann für dich was Besonderes sein oder aber auch etwas ganz Gleichgültiges. Jeder von uns hat schon über harte Schicksale oder Lebensumstände für sich geweint. Jeder von uns weiß, was Schmerz bedeutet. Keiner ist wie eine Maschine, ohne Gefühl, ohne Emotionen und ohne Begierde darauf, wirklich leben zu können. So viele Menschen suchen vergeblich ihr ganzes Leben danach. Warum einige Menschen glücklich sind, Erfolg in der Umsetzung ihrer Ziele haben. Sie glauben an eine geheime Formel, glauben daran, dass es einen Plan für ihr Glück gab. Anstatt zu suchen, sollten wir die Zeit damit verbringen, uns selbst zu fragen, was wir wollen. Was wollen wir und warum schaffe ich es nicht, was andere schon haben? Bin ich selbst und meine innere Einstellung dafür der Grund und stehe mir selbst im Weg? Meistens ja. Es gibt keinen von Gott Auserwählten, besonders zu sein. Ich denke, in jedem von uns steckt ein Gott und wir bestimmen selbst, etwas Besonderes zu sein oder nicht. Das Einzige, was meinen Erfolg ausmacht, ist gefunden zu haben, was mich glücklich macht. Das, was am wichtigsten ist, ist keine Angst davor zu haben, zu versagen. Man kann nicht immer gewinnen, aber das sollte uns nicht von unseren Entscheidungen abhalten. Wenn du jeden Tag so lebst, als wäre es dein letzter, wirst du irgendwann bemerken, dass du alles erreicht hast, was du dir vorgestellt hast. Wenn ich jeden Morgen aufstehe, in den Spiegel schaue und mich selbst frage, was wäre, wenn dies dein letztes Training im Leben wäre? Was würdest du tun? Hätte ich dort Angst zu versagen oder ging es nur darum, alles zu versuchen? Der letzte Tag, das letzte Training. Der große Unterschied zwischen mir und meinem Gegner ist, ich habe keine Angst zu sterben. Magst du schneller sein als ich? Talentierter als ich? Vielleicht auch kräftiger als ich? Ich kämpfe, als ginge es sowieso um meinen letzten Kampf. Erst wenn du bereit bist, keine Angst mehr hast, etwas zu verlieren, erst dann fixierst du dich nur noch an dein Ziel, das zu tun, was du tun musst. Wenn du alleine bist, tief gefallen und seelisch verwundet, da gibt es keinen Lehrer, keinen Freund, keinen Vater oder Mutter, keinen Meister oder Instructor, der dir zeigt, wie man stärker und bissiger zurückkommt. Alles dies lernst du entweder in diesem Augenblick von dir selbst oder du wirst in deiner Trauer sterben. Der Augenblick, in dem du dich mit dir selbst in Konflikt befindest und du dich besiegst, in diesem Moment entsteht ein Krieger mit dem Herz eines Löwen.